Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Herzlich willkommen zur 101. Folge des Retro-Kompott Stammtischs. Tja, also das war irgendwie jetzt ein ziemlich heißer Ritt, so die letzte Woche. Gerade auch jetzt mit dem 100. Stammtisch. Da sind ja wirklich einige Emotionen auch drin gewesen. Das hatte mir auch sehr gut gefallen, was da halt noch alles abgegangen ist. Wir haben ja auch noch einige bekanntere bzw. auch berühmte Leute getroffen. Und jetzt ist halt wieder ein bisschen so Ruhe drin oder die Normalität ist drin. Wir haben jetzt das neue Jahr, also den 1.1. heute. Dann auch nochmal frohes neues Jahr von mir. Und natürlich haben wir auch heute Mitstreiter dabei. Heute mit dabei unter anderem auch der Christian. Hallo Christian. Hallo, schönen guten Abend und frohes Neues. Dann der Maniac242, a.k.a. Michael. Hallo. Hallo, servus, ein gutes Neues wünsche ich. Dann natürlich auch der Patrick. Hallo Patrick. Moin, moin. Kaum fängt das Jahr an, geht's hier schon wieder am Stammtisch weiter. Wahnsinn. Und der Robin. Hallo Robin. Hallihallo und auch ebenfalls ein neues und wunderschönes Jahr. Corona-frei mit offenem Retro-Spiele-Club und wir können alle wieder Urlaub machen, wo wir und wann wir wollen. Wovon träumst du sonst so? Entschuldigung, war das 2022? Ach, wir sind einer A21. Nein, es war vielleicht ein bisschen zu positiv, aber wir sind positiv gestimmt. Ich war heute auch sehr positiv gestimmt. Ich habe die Jahresplanung schon mal fertig gemacht für 2021. Und werde da gleich auch noch mal ein paar Sachen sagen. Aber was man schon mal als Termin festhalten kann, natürlich alles wie immer unter Vorbehalt, aber wir planen ja sehr konservativ. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir im Sommer wirklich mal ein Sommerfest feiern können im Jahr 2021. Und sollten wir das feiern können, wird das stattfinden wahrscheinlich vom 30.07. bis 1.08. Das wäre unser Sommerfestwochenende im Retro-Spiele-Club. Und Weihnachten machen wir denselben Versuch wie dieses Jahr. Da würden wir am 17. bis 19.12. wahrscheinlich was machen. Und da ist auch das Lustige, da wäre auch bei der Weihnachtsfeier ein Audiostammtisch live aus der Location und ein Retro-Kompott am Sonntag live aus der Location. Aber wie gesagt, natürlich alles unter Vorbehalt. Das sind so die Termine, die könnt ihr euch schon mal vormerken. Da kann man sich auch schon im Laufe der nächsten Wochen und Monate theoretisch für anmelden. Aber ich denke mal, selbst wenn wir negativ denken, im Sommer dürften sich einige Regeln schon erheblich vereinfacht haben. Zumindest hoffen wir das mal. Tja, und wenn alles gut geht, dann bin ich dann wahrscheinlich im Sommer dann nicht da, weil genau da habe ich den Urlaub gebucht, beziehungsweise den ich letztes Jahr verschoben habe. Der fällt genau dahin leider. Aber dann gut. Machst du halt Weihnachten die große Feier. Ja, also wenn's wieder irgendwie eine Flugsperre geben sollte oder sonst irgendwas, bin ich wieder da. Ingo, wenn wir eine Flugsperre haben, haben wir wieder das Problem, dass wir wahrscheinlich auch eine Kontaktsperre haben. Also, sag das nicht, ich war ja auch jetzt, also auf dem letzten Sommerfest war ich ja auch nur dann da, weil mein Sommerurlaub gecancelt worden ist, beziehungsweise ich habe den Flug nicht hinbekommen und dann bin ich ja dann zu euch hochgefahren. Also das war dann halt auch kein Problem dann im Sommer. Gut, aber da gab es ja immer noch eine Zahlenbegrenzung. Und wir haben ja das Problem, wir können ja mittelfristig nicht diese Kleinstveranstaltung machen. Wir hatten ja mal was ganz anderes vor. Und wir hoffen halt, dass das im Sommer vielleicht schon wieder in Ansätzen geht. Also ich bin auch relativ optimistisch, dass man jetzt halt auch, wenn die ganze Impfung anfängt, also die Impfgeschichte anfängt am 6. Januar, da wird ja auch dann wahrscheinlich der nächste Impfstoff zugelassen und die noch tröpfeln sie rein, aber ich glaube auch, dass dann irgendwann mal so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass man sich wirklich vielleicht dann auch im März, April dann impfen lassen könnte und dass wir dann mit dem Sommereffekt wahrscheinlich dann auch im Mai wieder ohne Masken rumlaufen können. Also das ist so mein Wir werden Traum. Sehen, wir können ja dann nochmal reinhören in den Podcast und das überprüfen. Also ich tendiere auch zur Mitte des Jahres, aber ich habe mich letztes Jahr auch völlig verschätzt. Ich bin optimistisch. Ich hätte letztes Jahr darauf gewettet, dass wir am 19.12.
eine Weihnachtsfeier machen können. Ich hätte drauf gewettet. Ich leider nicht. Also da war ich nicht ganz so optimistisch, obwohl ich auch ein Hotel gebucht hatte. Ich hatte den Flug gebucht und es ist dann halt alles so nach und nach dann zerbröckelt. Also der Flug wurde dann halt irgendwie storniert. Und dann, das Hotel wurde nicht storniert. Das hat er übrigens auch offen, das habe ich gesehen, aber halt nur für Businesskunden. Und wir hätten ja dann irgendwie das Ganze vielleicht als Businessveranstaltung tarnen können. Aber gut, das ging ja dann halt nicht so einfach. Es ging aber der Anzahl nicht. Wir hätten ja, wie gesagt, viel mehr Anmeldungen gehabt, auch am Ende, als reingedurft hätten. Aber es war ja sowieso Lockdown. Also war es ja auch leider. Wir haben noch was Wichtiges vergessen. Erzähl. Ich habe mich vergessen vorzustellen. Also ich bin ja auch noch dabei. Als wenn dich jemand nicht kennt. Du bist der Hugo, ne? Das ist der im Podcast Ingo heißt. Ja, nur, dass halt dann später keiner sagt, ich hätte es vergessen. Nein, er nennt sich im Podcast Ingo und... Ich bin Schauspieler. Und schlecht bezahlt. Richtig. Und kriegst für uns die Skripte, wann du was machen musst. Und kriegst auch immer die Portion Nüsse zugeschickt, damit du beim Live... Videostammtisch auch lustige Geräusche machen kannst. Und natürlich den Ingwer-Schott-Werbevertrag. Klar, natürlich heißt du Horst Hugo der Dritte, aber wir haben dich dann halt auf Ingo umgenannt, ist einfacher. Genau. Wenn wir schon beim Videostammtisch sind, wir können noch mal ein paar Termine weiter raushauen, denn ich habe A, wie gesagt, die Jahrestermine geplant und B, die Auswertung der letzten Abstimmung ist fertig. Ich kann mal kurz gucken. Einmal haben wir noch ein Amiga Live. Wir machen ja einmal im Monat noch Amiga Live. Vielleicht nicht ganz so exzessiv wie im Dezember. Das war echt der Hammer. Wir haben am 30., 29., ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann, beim letzten Amiga Live 7 Stunden gespielt. Das war fast ein bisschen übertrieben, aber es hat tierisch viel Spaß gemacht. Und wir haben jetzt im Januar am 3. einmal Amiga Live und im Februar am 14. Das sind die nächsten beiden Amiga Live-Termine. Und jeden Donnerstag gibt es wieder den Videostammtisch. Da geht es jetzt am 7. weiter mit Lemmings, am 14. DuckTales, am 21. Alien Breed, am 28. Quack. Das waren alles noch Sachen, die bekannt waren. Und dann kommen jetzt die neu entschiedenen Spiele. Es haben über 50 Leute abgestimmt diesmal. Also das ist schon mal sehr viel, ja, wie nennt man das, repräsentativer als die letzten Male. Und da wurde jetzt entschieden, dass am 4. Februar California Games gespielt werden soll. Ein Wunsch von Ingo. Man konnte übrigens aber schummeln, weil ich habe zweimal abgestimmt. Ja. Aha. Weil, nein, es ging, ich habe zwei Mails bekommen und dann habe ich zweimal abgestimmt. Ich weiß nicht, warum ich eine zweite Mail bekommen habe. Weil ich wahrscheinlich das einmal über verschiedene Accounts geschickt wird. Dann kann man zweimal abstimmen, da hast du Glück gehabt. Dann müssen wir das wieder noch anfechten. Das heißt, California Games war dann doch nicht der Bestplatzierte. Sondern nein, vielleicht nein! Naja, California Games hatte mit Abstand am meisten Stimmen. Also am 4.2. ist California Games dran, am 11.2. Syndicate, am 18. Februar spielen wir Test Drive, das freut mich, auch ein Wunsch von Dani unter anderem, aber ich hatte mich da auch schon drauf gefreut. Am 25. Februar tun wir Arne einen Gefallen und spielen Hexenküche. Und damit, weil es dann so schön war, spielen wir am 4. März gleich Hexenküche 2 weiter. Außer natürlich, dass wir mit dem ersten schon durch sind, dann verschiebt sich das Ganze. Den März haben wir noch. 11. März Ports of Call, das finde ich cool. 18. März, bin ich gespannt, Hostages. 25. März Gods. 2. April Marble Madness. 8. April Zombies Ate My Neighbors. 16. April Kommando und 22. April Gauntlet. Das sind alle Sachen, die jetzt gewählt worden sind. Und wir haben auch alle Sachen, die unter 10% Stimmen haben, erstmal aus der Liste rausgeschmissen. Das heißt, die sind jetzt erstmal aus der Wiederwahl raus sozusagen. Wir werden im April die nächsten Monate planen. Also das sind die nächsten Titel. Ist eine sehr interessante Mischung. Es sind nicht nur Jump'n'Runs, Ingo, also es ist sehr durcheinander diesmal tatsächlich. Ja, vor allem, was mich wundert, dass viele meiner Vorschläge drin sind. Wenn du geschummelt hast, ist es kein Wunder, Ingo. Naja, also was heißt geschummelt? Ich habe zweimal abgestimmt, aber es waren ja, wohl, es ging jetzt nicht um eine Stimme, das waren schon klarere Ergebnisse. Also von dir sind drin Gauntlet, Marble Madness, Gods und California Games. Und sonst hat Dani auch 5 Sachen durchgekriegt. Also ist eine spannende Mischung, bin ich sehr gespannt. Also wie gesagt, mit Lemmings geht's weiter. Spannend, wie wir Syndicate umsetzen wollen. Keine Ahnung, ich habe es nicht gewählt. Also ich habe es auch mitgewählt. Ja, es ist jetzt als Strategiespiel jetzt eher ungewöhnlich. Ich muss auch zugeben, ich weiß auch jetzt nicht, also ich habe es nicht jetzt vorgeschlagen, ich habe aber auch dafür gestimmt. Ich habe das damals gerne gespielt, aber ich stelle mir das jetzt doch ein bisschen frustrierend vor, weil das ist halt auch so ein Spiel, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen müsste. Und ja, das noch mal, nicht, sagen wir mal so rum, also ich kann da ein bisschen für mich zumindest die Angst rausnehmen. Ich spiele ja keine Strategiespiele in der Art normalerweise und Syndicate habe ich damals sehr gerne gespielt. Ich fand das, habe das fast für eine Art Action-Strategiespiel gehalten, fast schon für ein Action-Spiel gehalten. Das ist doch eigentlich wie Gauntlet, oder? Ja, also ich fand es sehr actionlastig. Wie XCOM oder so. Ja, oder nee, überhaupt nicht. XCOM aber in Echtzeit. Syndicate war für mich eine Art, fast schon eine Art anspruchsvolles Action-Spiel.
Und ich habe ja sogar die Mission-CDs damals durchgespielt. Die galten ja als American Revolt. Und da gilt ja der letzte Level als fast unspielbar. Also ja. Ich mochte es damals gerne. Ich habe es aber leider auch seitdem nicht mehr gespielt. Ich weiß also weder, wie es gealtert ist, noch weiß ich, ob das jetzt wirklich heute noch leicht zu spielen ist. Ich fand es damals richtig toll und fand es auch sehr atmosphärisch, das weiß ich noch. Ach, okay. Ein Termin hab ich noch vergessen, den wollte ich dir nochmal sagen. Auch ganz wichtig, dass da planen wir in den nächsten Tagen noch dran. 9. Januar machen wir nochmal eine Special-Gala auf jeden Fall auf Twitch und da müssen wir mal gucken, was und mit wem wir da was hinkriegen. Da werden wir nochmal so ein bisschen auf dieses Museum und auch auf die Projekte vom Podcast hinweisen. Also am 9. Januar gibt es nochmal was Längeres, hatte ich eben gerade vergessen. Geben wir in den nächsten Tagen die Infos raus. Syndicate, könnt ihr euch noch gut dran erinnern? Ganz dunkel, ich habe es damals gekauft, aber ich erinnere PC mich. PC oder Amiga? Gut. Amiga natürlich. Oh, nee, die Fassung ist auch. Die hat wirklich ein Problem mit A mit der Performance und. Ich glaube, AGA B mit sogar oder mit Tor. Also, war damals. Hast du die 1200er Fassung gespielt? Ich bin nicht sicher, aber ich erinnere mich nicht an einer schlechten Performance, aber ich hatte in der Zeit ja, also entweder den Amiga von meinem Bruder, der hat einen 1200er mit Blizzard Turbo-Karte gehabt, mit einer 30er und 50 MHz. Oder ich hatte halt mal Amiga 2000 mit der 16060 mit 50 MHz. Also, da ist es dann halt auch geflutscht. Weil das Problem ist tatsächlich, die ECS-Fassung ist sehr langsam und gerade wenn mehrere Gegner kommen, bricht die Performance komplett ein. Erinnere ich mich nicht dran. Und die PC-Fassung ist ja hochauflösend, die AGA-Fassung ist auch hochauflösend und die haben natürlich den Vorteil, dass sie, du ja viel mehr Übersicht hast, du kannst ja viel weiter gucken und auch später, im späteren Level sind ja auch die Reichweiten, du hast ja, irgendwann kriegst du ja auch Scharfschützengewehre und da gibt es irgendwann diese Minigun und Raketen, Gausswerfer und die haben natürlich so viel Reichweite, dass du eigentlich Vorteile hast, wenn du eine höhere Auflösung hast, wo du weiter gucken kannst. Ich glaube, ich habe nur den ersten Teil auch gespielt. Ich habe ja immer noch das Syndicate Wars, das habe ich gar nicht mehr gespielt. Ja, das ist 3D, das sollte man deswegen, besser nicht okay. drüber sprechen. Okay. Ja. Das hatte irgendeinen Grund, weshalb ich es nicht angefasst habe. Aber ich fand diese grüne erste Version für den PC, die fand ich toll. Ich habe nur irgendwann die Mission CD wieder rausgeschmissen, weil die war schon sehr unfair. Ich kenne es auch persönlich nur die Amiga-Version und ich habe die als relativ komplex und nicht ganz fair in Erinnerung. Wenn ich ehrlich bin, aber. Also so komplett. Also mir kam es also jetzt im Nachtclub, es ist ja auch, wann ist das rausgekommen? Auch schon wieder über 20 Jahre her, oder? Ja, klar. Länger als 20 Jahre. Ja, 96. Länger. Ja, also 25 Jahre ist es her. So spät? Also ich hätte es auf die N90er datiert, aber ich. Nee, das ist ein DOS-Spiel, stimmt. Das muss dann 94 sein. Das muss 94 rum gewesen sein. 94. Ja, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Ansätze hatte, aber nur so ein bisschen von der Grundsteuerung ein bisschen wie Cannon-Fodder war, finde ich. Aber dass man, da konnte man ja auch seine Leute gruppieren und in einzelnen Gruppen rumrennen, glaube ich, und sowas. Das hatte Ansätze von Cannon-Fodder, weiß ich nicht. Also das Problem ist halt, dass auch für einen Podcast bestimmt oder für euren Videostammtisch ein Problem sein wird, ist, dass du natürlich diesen Teil mit dieser Forschung hast, der nachher wirklich wichtig ist, weil du ab einem bestimmten Level fängst an mit dem Schwierigkeitsgrad relativ schnell schwierig zu werden und da musst du dann halt diese Verbesserung haben, wie schnellere Beine und besseren Schutz und so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das damals gemacht habe, alles ehrlich gesagt. Ich weiß, ich habe es durchgespielt ohne Cheat, das weiß ich. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwelche Schwierigkeiten hatte jetzt oder ich habe Glück gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe es komischerweise damals gerne gespielt. Ich meine, dass sie auf Stay Forever gesagt haben, dass die das irgendwie auch durchgespielt hätten, indem sie sich auf eine Waffe konzentriert hätten und extrem aufgelevelt hatten. Irgendwas habe ich auch gemacht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe das im Verhältnis damals entspannt gespielt. Wahrscheinlich komme ich jetzt nicht mehr durch den ersten Level wieder aus Dämlichkeit, aber... Doch, das tut man auch. Die sind am Anfang... Also das Problem sind diese Beschützungsmissionen, die es da teilweise gibt. Ja. Und das andere Hauptproblem ist, dass halt irgendwann die Gegner wirklich schnell werden und stark, mit super guten Waffen. Und du musst halt diese Minigun halt relativ schnell entwickeln und der Gausswerfer ist nachher elementar. Wie viele Level hatte das Spiel? Weißt du das noch? 24, 32, irgendwie so. Es war das ja diese Weltkarte. Und du hast sozusagen erst Südamerika, glaube ich, irgendwie einzelne Länder und dann machst du in Asien weiter und das sind halt irgendwann, kriegst du halt für diese Felder dann auch dein Geld und also ähnlich wie bei XCOM geplant, so von der und dann letzte Mission ist, glaube ich, ich weiß nicht, wisst ihr noch, was die letzte Mission war? Ich weiß nicht, ob das die letzte Spiel oder vom Zusatz war, das war eine ganz kleine Karte, aber das kann auch von der Zusatz-CD. Nee, die letzte Karte, das American Revolt ist USA und die letzte Mission ist Atlantis. Okay. Das ist tatsächlich unglaublich schwer. Also da kann ich schon mal spoilern, falls ihr da hinkommt. Da kann ich mich erinnern, das habe ich, glaube ich, 20 Mal starten müssen, um überhaupt zu verstehen, warum ich innerhalb von ein paar Sekunden gestorben bin.
Aber irgendwie gab es da einen Trick, ich weiß nicht mehr wie. Ja, du konntest das Schutzschild bzw. die Unsichtbarkeit anmachen und dann haben sich gegenseitig Fraktionen vernichtet, die du eigentlich sonst selber hättest killen müssen. Ja, sowas. Ist zu lange her. Ja, wir begrüßen den Stefan, den Greco670 noch bei uns in der Runde, der ist gerade dazugekommen. Hallöchen. Moin. Moin, moin. Servus. Aber wie gesagt, der nächste Videostammtisch ist ja nicht Syndicate, da wollen wir ja Lemminge spielen, was ich auch sehr spannend finde. Und irgendjemand sagte mir gestern, ich glaube das war Manfred oder Michael, einer von euch beiden war das, er wollte 3D-Lemming spielen, da freue ich mich drauf. Das war ich nicht, bestimmt nicht. Nee, das war Manfred dann. Manfred sagte, er wollte entspannt 3D-Lemming spielen. Das wird entspannt. Cool. Traue ich ihm zu. Ja gut, man kann es entspannt spielen, wenn man die ganze Pausenmodus ist, weil man die Kamera ausrichten muss. Das kann schon sein. Ich habe das einmal angespielt und nie wieder angefasst. Das steht hier neben mir fast ungespielt noch im Regal. Also das fand ich so grauenhaft damals. Ich habe Angst, dass die 3D-Grafik ganz schlecht gealtert ist. Die ist sehr, sehr schlecht gealtert. Aber wie gesagt, das größte Problem mit dem Spiel ist halt eben diese starre Kamera. Du hast, glaube ich, 3 oder 4 Kamerapositionen und bist die ganze Zeit nur daran, diese Kamera auszurichten, dass du sehen kannst, was als nächstes überhaupt passiert. Und du brauchst mehr Zeit für die Ausrichtung der Kamera als für das Bewegen durch dieses Level. Oh Gott. Das ist grauenhaft. Ja, das wird vielleicht für die Zuschauer ganz witzig werden dann. Also ich werde es nicht spielen, Gottes Willen. Ich werde mir den allerersten Teil krallen, den fand ich toll und den finde ich bis heute auch am spielbarsten. Oder den Zusatz meinetwegen noch. Aber bei Lemming war auch das Problem. Alles, was da neu rauskam, war nicht unbedingt besser als die Urversion gefühlt. Doch, das All New Worlds of Lemming war ganz gut, ne? Das fand ich eigentlich schlimm. Den bin ich gar nicht da gekommen. Da kam ich gar nicht. Der 2 ist bis heute noch mein liebster Teil. Der hatte mir zu viele Fähigkeiten. Lemmings Revolution. Das war ja das auf der Trommel, oder? Genau, das war das auf der Trommel. Das fand ich auch noch in Ordnung, aber Lemmings 2 kam ich nicht klar. Und Lemmings Paintball als drittes noch. Das habe ich nie auch gespielt. Noch gespielt. Hab ich leider nie gespielt. Da gab es ja noch ein Lemmings-Spiel, was auch auf dieser Sammlung mit bei war, neben dem Paintball. Was war das denn noch? Was für ein Genre war denn Lemmings Paintball noch? Ein Paintball-Spiel. Ach so. Okay. Das war im Prinzip Lemmings, nur dass du zwischendurch noch Gegner Lemmings abschießen musstest. Kann mich nicht mehr erinnern. Das ist auch gut so. Noch ein Lemmings-Spiel. Also ich kenne die einzige Sammlung, da war dann noch Lemmings für Windows 95 dabei. Stimmt. Das haben wir mal versucht, bei unserer Location zu spielen. Das war so klein und krümelig. Aber das war im Prinzip das normale Lemmings, genau. Nur, ja. Dass nur ein hässlich. Nur ein hässlich. Levels gequillt haben. Genau, dann haben sie 320x200 im Fenster und wenn du das auf einen 1280x1024er Monitor spielst, ist das halt Briefmarke, ne? Und dann ist es wirklich winzig. Und die Lemminge sind schon Briefmarken, wenn sie groß sind. Ja. Nein, könnte spannend werden, aber wobei auch da bin ich mir ziemlich sicher, das kann man nicht durchspielen im Live-Stammtisch. Nee, das Syndicate wird ja auch nicht durchspielen. Werden, ja. Das weiß ich nicht. Syndicate, wie lange ist da ein Let's Play? Das halte ich gar nicht für so. 2-3 Stunden? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir gucken. Nee, das wird mehr sein. 4, würde ich sagen. Ich guck mal. Ich kann vielleicht auch noch mal was sagen, wenn ich gerade den Mund leer gegessen habe. Moment. Und zwar, ich suche noch für den nächsten Top-3-Talk Leute. Das nächste Thema? Ja, das Thema ist, das ist auch wieder was etwas Moderneres. Und zwar, ich wollte halt immer zu dem Jahreswechsel. Jetzt höre ich mich gerade selber im Echo. Hallo? Ah. Wir hören dich auch doppelt, Ingo. Alles gut. Ja, okay. Ich wollte gerade nämlich zum Jahreswechsel noch ein Thema machen. Und zwar die am meisten erwartetsten Spiele 2021. Und der Oliver hat sich schon angemeldet. Und da suche ich noch halt einen Dritten, der da mitmacht. Deswegen wollte ich das mal auf diesem Weg nochmal bewerben. Also dann bitte, ja, der kann sich dann bei mir melden. 5 bis 6 Stunden Syndicate im Let's Play. Doch noch länger, ja. Aber wenn man vielleicht gut ist, mag 4 Stunden. Also das könnte eng werden, gebe ich dann wohl mal recht. Oh, Manfred kommt gleich. Ich kann wieder fragen, ob er wirklich 3D Lemming spielen wollte. Ja, und kaum spricht man von Manfred, ist er da. Hallo Manfred. Hallo Manfred. Servus. Hat sein Mikro wohl noch nicht an oder vergessen, dass wir Push-to-Talk haben. Jetzt geht's. Wunderbar. Das war nicht gerade mein Fehler. Erstmal hallo. Ich war von OBS die andere Rekordfunktion gewonnen, habe jetzt auf die falsche Taste gedrückt. Wunderbar, sehr gut. Das ist schön, ja. Wir haben gerade von dir gesprochen. Also du spielst eventuell beim nächsten Videostammtisch 3D-Lemming, ne? Hatten wir auch gesagt. Ja. Okay, dann warst du das. Ich habe gerade versucht, ein Video aufzunehmen, Camp from the Desert. Und ich bin richtig schön untergegangen und am vorletzten Tag ist mir das Spiel gerade mit Guru Meditation abgeschmiert. Alles auf Video. Das ist auch eine Kunst. Ich hätte sowieso verloren. Also ich bin mit Ach und Krach untergegangen. Ich kann das Video schicken, kein Problem. Kannst du ja als Vorspiel fürs nächste hängen. ja gut, das Problem, wenn man dann den Flughafen verliert, dann ist sowieso aus. Ich habe das nie so lange gespielt. Ich kann mich an It Came for the Desert leider auch kaum erinnern, außer an irgendwelche Video, also einige Zwischensequenzen. Kurze Erklärung ist nämlich so,
Das Nest ist ja bei der M1-Mine unten. Und wenn man das Flugzeug hat, kann man den ganzen Weg hinfliegen und jederzeit landen und zum Nest hinfliegen. Ansonsten muss man sich doch alle Locations durchkämpfen. Ich habe es einmal durchgespielt damals, aber ich weiß nicht mehr, wie immer, wenn ich es danach probiert habe, habe ich es nie wieder hingekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es geliebt. Ich glaube, ich komme auf 10, 20 Mal. Ich glaube, das ist die Struktur von diesem Programm nicht ganz klar. Dafür gibt es ja bald ein Let's Play. Also ich kann es mit Fehler gern schicken, kein Problem. Ach, du kannst auch gerne mal versuchen, wenn du aber Lust hast. Also wie du magst, musst du gucken. Finde ich allgemein, ein Guru-Fehler am Ende ist echt fies. Aber das ist echt beschissen. Ohne Save-States gezockt, wirklich, also komplett ohne Cheaten. Normal nehme ich immer Save-States her und es war gar nicht mehr so leicht stellenweise. Da gab es auch eine Mission-Diskette zu, oder Mission-City, Mission-Diskette zu. Untets. Genau, ja, Untets. Habe ich auch. Auch schon durchgezockt. Ja, das ist seltsam, dass die noch eine Mission-Diskette rausgebracht haben. Ne? Das ist eher untypisch für die Firma. Es ist aber witzig, dass sie die Mission-Diskette als Teil 2 bezeichnen. Tja, vielleicht hätten sie gerne einen zweiten Teil rausgemacht, aber da wollte hier keiner Geld für bezahlen. Oder sie waren nicht ganz fertig, oder war nicht komplex genug. Ich kann noch was testen. Es gibt auch diese PC-Engine-Version. Die habe ich noch nie richtig gezockt, weil ich sie nicht zum Laufen bekam. Die ist böse. Okay. Die ist ganz böse. Das ist ein ganz anderes Spiel auch. Das hat was mit FMV-Filmchen und sowas. Ist wirklich ganz schauderhaft, weil die Technik der PC Engine dafür nun wirklich nicht ausgelegt ist. Das hätten sie eher auf dem CDI machen sollen dann oder so, ne? Ja, ich weiß nicht. Das ist halt wirklich, du erkennst kaum was. Gefühlt hast du da wieder dann irgendwelche C64 digitalisierte Filmchen. Also das ist jetzt wirklich gar nicht hübsch anzusehen. Guck dir mal einmal auf YouTube ein Video an, dann weißt du, was ich meine. Das klingt nach einer Herausforderung. Manfred kann nicht schocken. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon gemerkt. Also Nennt ihn Spiele, die euch zur Verzweiflung bringen und... Manfred, ja. Wolltest du Lemmings 3D spielen bei Lemmings? Hatten wir gerade geklärt, ja. Gestehe mich schuldig, ja. Ja. Wahnsinniger Kerl. Nee, gar nichts. Hauptsache, er redet dann auch viel, damit wir es mitbekommen. Frage, das gab es nur am PC, oder, glaube ich? Ich denke, ja. Ich glaube, es gab es auch für die PlayStation. Ich wollte gerade sagen, für die PlayStation gab es das. Ernsthaft? PS1, natürlich. Das war in der Zeit, vor Psygnosis dachte, sie müsste jetzt auf allen Hochzeiten mitmischen und überall Geld verdienen, mit der Konsequenz, dass halt, ich glaube, die PlayStation-Fassung hat aber die bessere Steuerung, weil du natürlich mit dem Analog-Controller, wenn du ihn bei einer moderneren hast, kannst du, glaube ich, die Sicht laufend ändern. Dann muss ich aber die Webcam ausschalten. Wie gesagt, nämlich sonst gebe ich die USB-Ports aus. Aber ich könnte mal schauen, ob ich es mit dem USB-Hub hinkriege. Also, weil PlayStation zocke ich immer mit dem Pad, also, weil das ist da einfach am besten. Ich schau mal. Das muss dann 3D-Lemmings sein, ne? Das ja. Jo, genau. Das, dieses das, Weiße. Nee, das ist auf der PlayStation grün. Steht drauf 3D-Lemmings. Okay. Das muss aber eine NTSC-Fassung sein, Patrick. Ich habe es hier mehrfach Kreis. Bei eBay gerade. Ich gucke gerade rauf. PS1, Sony PlayStation, PSX, PAL-Version, Lemmings 3D, 3D-Lemmings. Steht auf dem Cover auch drauf. Ist aber eher, ihr seht aber, es steht immer 3D in Grau drin, in der Mitte ein grüner Lemming und nochmal ein roter Kreis. Man hätte auch einen zweiten Alternativtitel nennen können. Ach, Lemmings. Lemmings, so wie es nicht sein sollte, oder? Also ich hole mir das für 8 Euro, das probiere ich aus. Den Preis fand ich jetzt okay. Ja, das hat früher keiner gekauft, ne? Ich weiß noch ganz genau, im Laden war hier Sense. Ja, selbst die PC-Version wird halt verarbeitet für ein paar Euro. Ja, ja. Es spielte sich auch nicht wirklich gut. Also da muss man schon großer Liebhaber für sein. Okay. Ja, das war okay, dass ich es teste. Also ich denke mir da gar nichts. Nee, das Problem ist auch, ich selber habe es nur einmal kurz gespielt, aber wie lange ist das her? 25 Jahre, keine Ahnung, wann das rausgekommen ist. Es ist einfach unübersichtlich, das ist das Problem halt. Es ist einfach, wir reden ja über die frühen Anfänge einer Konsolenversion oder was auch immer von 3D-Spielen und da war das mit der Steuerung und der Kamera, glaube ich, das größte Problem noch. Da fällt mir wieder ein, wie damals auf der PS1 CNC1 rauskam. Es war nett gemacht, aber mit Gamepad-Steuerung, bei CNC braucht man eine Maus. Das kannst du mit Maus spielen. Auf der PlayStation 1. Oh. Es gibt auch für PlayStation 1 eine Maus. Ach, die hatte mein Kumpel damals, glaube ich, genau. Genau, die kannst du benutzen. Die geht. Und ich glaube, es geht auch, jetzt bring mich nicht um, ging die USB-Maus an der PlayStation 2 und dann kannst du es in der Emulation spielen, also in dem Downboard Compatibility bei der PlayStation 2. Das weiß ich schon nicht mehr. Aber das ging auf jeden Fall. Die Maus konntest du benutzen. Also ich hätte eine gehackte PS2. Ja, das Problem ist ja immer, dass die Kompatibilitätsmodi für die PlayStation 1-Spiele bei der PlayStation 2 sehr, es gab viele Spiele, die haben dann einen Grafikfehler gehabt oder Menüpunkte verschwanden plötzlich oder du hast plötzlich einen Absturz gehabt oder die Texturen waren weg oder sowas. Wobei das bei dem jetzt nicht so, glaube ich, das Problem ist. Aber wie gesagt, CNC. Ich könnte ganz verrückt machen, so mal PS1-Game, so mal über den PSP-Emulator auf dem PC.
Schöne Idee, ja. Ich hab mir das jetzt mal bestellt. Wie gesagt, ich dachte, das ist extrem teuer, aber es hat überhaupt keinen Wert. Das ist ja cool. Das normale Lemmings auf PlayStation ist richtig teuer teilweise. Ja, für einen guten Zustand. Das 3D war einfach nicht gut. Ich war damals übrigens nie ein großer Lemmings-Fan. Ich fand das Spiel zwar interessant, habe es aber nie länger gespielt. Also ich habe den ersten Teil, das war einer der Titel, die ich nächtelang gespielt habe, weil ich die Idee so toll fand. Das war so schön übersichtlich und trotzdem hat man sich immer wieder irgendwo festgebissen und gesagt, ach, den einen Level spiele ich noch. Und dann war das Codesystem ja auch gut mit den Level-Codes. Also ich mochte das total gerne. Das hat man in der Schule damals, oder an der Uni war das, wann war das rausgekommen? 91, 92. Das war mein letztes Schuljahr. 91. 91 habe ich mein Abi gemacht in dem Jahr. Da haben wir doch in der Schule immer diskutiert, wie man da weiterkommt, glaube ich sogar, oder irgend sowas. Kann ich mich noch erinnern, dass man dann, irgendeiner hatte mal eine Idee und ich fand das toll, dass man über solche Spiele, da kommt man wirklich dann auch mal mit anderen sozusagen auch sich da austauschen über irgendwelche Lösungswege. Also ich mochte das gerne und da gab es auch die ersten Lösungen in Zeitschriften, wo dann die ganzen Level nebeneinander ausgedruckt waren. Das wurde da irgendwie so ein Trend, dass sie dann die ganzen Level immer ausgedruckt haben. Fand ich auch total Wahnsinn. Also mochte ich damals sehr gerne und heute spielt sich es immer noch gut, aber ich habe es jetzt in den letzten Monaten, wenn immer nur mal 10, 15 Level gespielt, also nie so intensiv mehr, aber ich finde es total gut. Und wir haben ja eine Version, Robin, die für die CDI, die ist so toll, die müssen wir ja auch mal wieder spielen. Stimmt. Die ist wirklich richtig toll. Ich sehe gerade, das Ding gab es auch in Japan für den Saturn. Okay. 3D-Teil. Das ist erschreckend. Also ich wusste es noch nicht mal, dass es für PlayStation gab, ehrlich gesagt. Wenn hier gerade eine Pause ist, erzählt mir doch mal bitte zu den Videostammtischspielen. Was ist DuckTales für ein Spiel? Das habe ich auf dem Gameboy mal gehabt. Das ist genau das, was du gerne spielst. Das ist eigentlich ein Jump'n'Run von links nach rechts. Je nach Fassung von gut spielbar bis etwas schwieriger. Also es ist eigentlich so ein typisches Disney-Jump'n'Run wie, was können wir als Beispiel nehmen, Castle of Illusion oder sowas, so ein bisschen in die Richtung. Oder verdrehe ich da gerade was? Aber es war doch so, ne? Ja, es hatte diese Sprungmechanik mit dem Stock. Genau, aber das war ja das, wo es das Remake zu gab oder diese Neuauflage von gab, ne? Ja, genau, die jetzt auch wieder auf Steam verfügbar genau. ist. Genau, das kannst du probieren, glaube ich, Ingo. Ingo sagt, oh Gott, ich gucke auf, Ingo ist markiert bei mir, warum ist Ingo markiert? Das kannst du spielen, Christian. Weil ich hatte das für den NES mal ausprobiert und von den Geräuschen her hätte ich das nicht als Jump'n'Run eingeordnet. Daher, wenn ihr es schon so schön ansprecht und mir vor die Nase legt, dann dachte ich, kann ich es auch gleich Also ich halte das für ein Jump'n'Run, sagen wir es mal so. Aber ich achte nie auf die Geräusche, ehrlich gesagt, ob die jetzt passen, das weiß ich nicht. Oder kann die Figur irgendwas oder macht die irgendwas? Ja, ja, ich kann auf so einem Stock springen. Pogo-Stick. So Dankeschön, wie bei, das war das Wort, ja. Wie bei Commander Keen. Werde ich probieren. Wann war es? Am 14., ne? Ich habe es vorhin gesagt, ich kann noch mal gucken, was ich glaube, am 14., das war jetzt das eines der nächsten. 14. Januar, ja. Ist das auf der NES Mini drauf? Nee, ne? Ich glaube nicht, bin aber nicht ganz sicher. Weil ich glaube nicht. Ja? Ich dachte schon, dass da was drauf gewesen wäre. Warte mal. Irgendwer hat mir doch die Spiele mal runtergetippt. Ich gucke gerade mal nach. Die Frage wäre nämlich ansonsten, in der Location spielen fällt ja weg, wie ich das realisiert bekomme sonst. Weil den NES Mini, den kriege ich ja per USB-HDMI-Adapter hier angeschlossen. Das ist ja nicht das Problem. Ich glaube nicht, dass das darauf war. Also ich finde das hier nicht in der Liste. Nee, ist es auch nicht. Das ist eigentlich so ein wichtiges Spiel, das eigentlich drauf gehört hätte. Die haben ja, glaube ich, eher Eigenlizenzen genommen, ne? Vermute ich mal. Das war wohl der Punkt. Gut, dann müsste man es ja irgendwie anders. Da müssen wir uns nochmal unterhalten. Wie könnte man das denn sonst realisieren? Also wie gesagt, schwierig zumindest mit Einbinden in OBS ohne viel Aufwand. Über die Retrocade, die du hast, müsste aber gehen. Da ist es aber nicht drauf. Ansonsten, wenn du eine legale Version suchst, dann kriegst du, glaube ich, nur noch die Steam-Version. Alles Wobei, ist die nicht schwieriger ein Tick oder ist die ähnlich? Die hat halt ein neues Grafikset. Ja gut, das ist ja Christian egal. Bezeichnet. Aber spielerisch, aber war die genauso? Ich kann das nicht vergleichen mehr. Die war eigentlich genauso. Und ich glaube, du konntest sogar umschalten, dass sie tatsächlich genauso ausgesehen hat und sie gespielt hat wie das Original. Ich meine, ich habe kein Problem damit, eine emulierte Version sonst zu spielen am PC. Ist halt nur schwierig, das dann einzubinden teilweise. DuckTales, du kannst es, Christian, kleiner Tipp. DuckTales kostet bei Steam 3,49 Euro. Ja, was bringt mir das? Wenn du Steam, hast du Steam gar nicht drauf, oder? Nee, wofür? Also, weil das dann schon auf dem PC wäre, als PC-Version, deswegen. Das ist halt einfacher zum Einbinden dann. Nee, damit habe ich mich überhaupt noch nicht ausgesetzt. Achso, das könnte man per Fernwartung in wenigen Minuten einrichten damit.
Das braucht man ja nur das Fenster in OBS einklinken mit deiner Kamera. Das geht mit dem PC-Programm total simpel. Deswegen. Gut, das wäre dann die nächste Frage, ob ihr das per Fernwartung sonst das einfach... Das könnte ich machen, ja. Also wie gesagt, gibt es im Augenblick, ist runtergesetzt von 15 oder von 14 Euro auf 3,49 Euro. Und das ist glaube ich, nicht so ein hohes Risiko dann. Gibt es das auch bei GOG? Nee, wisst ihr das? Nein, weiß ich nicht. Nee, es gibt das Team. Moment, da war noch was. Gab es von Disney so eine Sammlung, die Disney Afternoon Collection? Die suche ich gerade, genau die. Da ist sie im Original, in der Originalversion dabei, DuckTales. Die Remastered ist das, was ich eben hatte, ja. Such mal nach Afternoon Collection von Disney. Moment, Steam will sich gerade aktualisieren. Und wie spielt man das denn mit einem kannst du Joystick, Tastatur, wie du willst, glaube ich. Oder mit Tastatur. Ah, ja, das Schöne ist ja, du hast ja eben angesprochen, die Evercade, nicht Evercade, Evercade oder Retrocade? Die Retrocade, habe ich ja schon gehört. Das Schöne ist ja, die hat ja USB-Controller und die sind tatsächlich Windows-kompatibel. Das ist auch der Hammer hier. Es gibt eine. Wenn die als X-Input erkannt werden? Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil die werden ja damit. Das eigentlich mit jedem aktuellen Spielen verwenden. Das hier ist der Hammer. Das weiß, was du meinst. The Disney Afternoon Collection. Das sind mehrere Spiele, ne? Oder was ja, ist das? Das sind 4 Jump'n'Runs für insgesamt zusammen 4,99 Euro. Die ganzen klassischen Disney Jump'n'Runs. Hammer. Das ist ja ein geiler Preis. Das werde ich mir mal holen schon mal, glaube ich. Weil ich hatte nur das eine. Das sind sogar 6 Spiele. Ich glaube, von Chip und Chap und von DuckTales sind die Nachfolger auch dabei. Die ganzen Jump'n'Runs. 6 Jump'n'Runs für 4,99. Das ist ja fair. Cool, oder? Sowas ist. Das hole ich mir jetzt. Hole ich mir noch. Das ist super, weil ich wollte schon immer mal auf dem PC in Ruhe spielen. Hier, Darkwing Duck, DuckTales, DuckTales 2 und noch 3 weitere. Das ist ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so billig ist. Es ist von Capcom, okay. 2017. Und die Sachen sehen ja ordentlich aus. Sind wahrscheinlich Emulationsfassungen, ne? Vermute ich mal. Das sind die NES-Fassungen. Ich denke auch, dass wir irgendwo die NES-Fassung dahinter haben. Und dann sind auf 1080p hochskaliert. Aber und mit Museumsmodus, dass man die alten so spielen kann, wie man will und auch die Entwicklung sich anschauen kann. Hä, witzig. Die sehen charmant aus. Haben sie jetzt irgendwie, Angebot gilt noch bis 5. Januar. Danach kostet es wieder 20 Euro. Muss man das irgendwie runterladen, dieses Steam? Ist das eine App im Prinzip, wo man sich einmal anmeldet. Und dann kann man da mit Keys die Spiele freischalten, die man darüber spielt. Muss halt Internet an sein, aber ansonsten gehören die Spiele dann auf Dauer dir, solange es Steam gibt. Das ist das, wo alle sich ihre Spiele drüber kaufen, seit Half-Life 2 auf Deutsch gesagt. Dieses ja, genau seit Half-Life 2. Ja, deswegen sagt ihr das eben als Schnitt sozusagen. Das sind jetzt 10 Jahre ungefähr, ja. Dass es aktiv ist. Eigentlich das, wo inzwischen fast alles drüber gemacht wird. In Anführungszeichen leider oder für einige Sachen auch zum Glück. Bei einigen Sachen echt schweinebillig. Wie gesagt, ich spiele ja sonst eigentlich nicht am PC und nutze halt wirklich noch Konsolen, von daher habe ich mich damit ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt. Aber da gibt es viele, viele nette kleine Sachen, die für dich auch geeignet wären wahrscheinlich sogar, auch bei Steam. Da gibt es so ganz viele simple Indie-Sachen, teilweise für Centbeträge. Also da gibt es mit Sicherheit auch nochmal viele neue Ideen, denke ich mal. Ich habe jetzt gerade 3D-Lemmings über die DOS-Box zum Laufen bekommen, auch in OBS. Ich habe schon beim Startbildschirm die Übersicht verloren. Wunderbar, toll. Lass dich überraschen. Ja. Will ich das? Ja, möchtest du. Ja, Chef. Ich weiß, manche Leute muss man zu ihrem Glück zwingen, oder? Den Key gibt es auch schon für 3 Euro sogar irgendwo. Ja, bei irgendwelchen vollkommen unseriösen CD-Keys, ja. Oder? Nee, das sind ja die nur in Russland laufen. Aber ich meine jetzt tatsächlich bei, es gibt ja auch in Anführungszeichen seriösere Keyhändler. Weil diese Fanatical und sowas, die sind jetzt nicht so unseriös, sag ich mal. Komisch sind diese russischen Key-Verschieber. Wie war die ganze Game-Accounts verkaufen. Ja, auch das. Wie war das immer mit der Disney Collection? Das klingt interessant. Disney Afternoon musst du bei Steam eintippen. Okay, gut, dann schau ich gleich mal. Habe ich gerade auch gemacht und mir geholt. Bei 4,99 für 6 Spiele finde ich geil. Ich habe gestern eine Odyssee hinter mich gebracht, die ihresgleichen sucht. Ich habe innerhalb des Hauses ja immer WLAN-Probleme gehabt in meinem neuen Arbeitszimmer, was im Erdgeschoss ist. Und im ersten Stock ist der Repeater bzw. Router. Und ich habe das erste Mal selbstständig ein Kabel, Netzwerktechnik verlegt nach unten, inklusive Konfigurierung mit den Adern und Aderpaaren mit so einem Adapter. Und ich habe 3 Stunden gebraucht, bis alles funktionierte, weil ich dann noch einen kleinen Defekt hatte, den ich nicht begriffen habe. Aber ich bin jetzt, habe die harte Schule des Patching geschafft und bin total glücklich, dass ich jetzt kabelgebunden und nicht über die Treppe irgendwelche Stolperfallen verarbeite.
Geht WLAN bei euch nicht oder warum? Da sollte man mal eine Arbeit drüber schreiben, warum ich von gefühlt 5 Meter Luftlinie so beschissenen Empfang habe. Das ist unglaublich. Ich vermute, es liegt daran, dass hier in der Zwischendecke irgendwelche Stahlträger verarbeitet sind. Ich habe hier 3 bis 1 Balken bei 5 Meter Entfernung und wenn ich innerhalb des Arbeitszimmers den Repeater verteile und also einfach mal andere Stellen suche, dann geht's irgendwann mal, aber das auch nicht durchgehend. Also es ist vollkommen verrückt. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich mache ja schon vieles auch mit einem Filmkunden, weißt du ja, Patrick, aber das habe ich hier noch nicht erlebt. Oh, kommen immer wieder Sachen, die man nicht verstehen muss. Das ist wohl normal. Ja. Frohes neues Jahr. Hallo, Oliver. Hallo. Hallo, Oliver. Frohes neues. Hallo. Und wie waren deine Feiertage? Extrem entspannt. Ich lebe ja alleine und muss auf meine Katze aufpassen und das war's. sonst eigentlich Weihnachten war ein Treffen mit den Eltern und meinen Geschwistern. Und ansonsten war wirklich nichts los. Also ich fand erstaunlich, dass überall gesagt wurde, es wurde fast nicht geböllert. Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Stadtteil in die Luft geflogen. Ja, bei mir auch. Also dass diese Sprüche, Hamburger Polizei hat heute in der Mitteilung rausgehauen, dass Silvester nichts war. Es wird fast nirgends so geböllert. Die haben eine Gruppe von 8 Leuten aufgelöst und das war es mehr oder weniger. Ich hatte das Gefühl, die sprengen mir hier den See. Also, und in Berlin ist ein Supermarkt abgebrannt. Ja, gut, Berlin ist eine andere Geschichte. Das ist ja... Das kommt davon, wenn die Leute dann anfangen, ihre Böller selber zu basteln. Ja, oder an irgendwelchen merkwürdigen Polenmärkten erwerben, richtig. Aber ich fand es trotzdem, es war viel weniger natürlich als sonst, wenn es nicht erlaubt ist, klar. Aber trotzdem fand ich es dafür erstaunlich viel noch, zumindest hier in der Ecke, wo ich war. Ich hatte aber gestern, was lustig war, bei Silvester, und zwar, wir haben jetzt allein gefeiert, also meine Frau und die Kinder, und wir haben für die Xbox dieses Let's Sing gekauft, also dieses Karaoke-Sing-Spiel, und da haben wir einen Karaoke-Abend gemacht, weil irgendwie SingStar, das gibt's ja nicht mehr so richtig, beziehungsweise da sind die Lizenzen alle abgelaufen, die ganzen Lieder sind jetzt kaputt oder... Und da mussten wir halt irgendwie was Neues holen. Und, kannst du noch vorher CDs spielen, die Lieder? Das läuft doch noch. Aber online kannst du es nicht mehr spielen. Das ist richtig. Genau, weil die alten CDs, die gingen nur für die PlayStation 2, glaube ich. Für die 3 ging das auch noch. Aber bei der 4 konntest du dann teilweise das nur ganz kompliziert nutzen. Also das war dann halt auch nicht mehr ganz anwendungsfreundlich. Und da wollte ich einfach mal was Neues dann mal kaufen, damit man halt auch relativ zugänglich dann... ja, so ein Karaoke-Abend halt auch mal spielen kann, ohne halt irgendwie da, weiß Gott was, dann immer nachzuschauen. Weil es gab so einen Trick, wo du dann, glaube ich, dann erstmal, du brauchtest eine CD zum Starten und dann musst du dann irgendwie die mittendrin zu einem bestimmten Zeitpunkt wechseln und das hat keinen Spaß gemacht. Und wir haben dann auch ganz viele Lieder online gekauft im Store und ich glaube, die sind alle kaputt mittlerweile. Wie fair, das ist das Tolle bei online, haben wir wieder das Thema. Ja, das ist auch ein bestes Beispiel, weil es treffen ja 2 Dinge aufeinander. Schade, dass der Alexander nicht hier ist, der sich ja mit sowas auskennt. Du schließt hier Verträge ab, wenn du Musik installierst. Das war derselbe Grund, warum GTA 3 dann im Re-Release oder GTA 4 dann irgendwann fehlen Songs im Portfolio. Oder du hast ja das beste Beispiel. Ich habe das ja gemacht auf meiner einen PlayStation, wo ich das Beatles-Band, Bandstar oder weiß ich, was da drauf habe. Da habe ich mir die Songs noch alle gekauft, die sind noch alle auf der PlayStation drauf, aber auf einer anderen PlayStation kann ich die nicht mehr runterladen oder kaufen. Ja, das ist schon dämlich so. Finde ich wirklich dämlich. Ja, das ist, ich habe ja auch die ganzen Mikrofone, also die Hardware-Mikrofone, die kannst du jetzt irgendwie auch bei der Xbox nicht mehr anschließen, weil ich hatte da zwar so einen USB-Adapter auch für die PlayStation für, aber das hat nicht funktioniert. Also das war halt dann auch wieder ein bisschen umständlich, da muss man dann mit dem Handy irgendwie das als Mikrofon nutzen und da muss man jedes Mal das wieder koppeln, ja, wenn man spielen wollte. Also das war halt auch nicht gerade schön, das muss ich halt auch sagen. Also ich muss mal wirklich schauen, ob man sich dann vielleicht auch dann nochmal so Mikrofone dafür zulegen sollte. Hört man mich noch, ja, ne? Naja. Ja. Weil ich gerade mal teste, diese Disney Collection da, was ich eben meinte. Also für Christian nochmal, da sind drauf von 1989 DuckTales, 1990 Chip and Dale Rescue Rangers, 1991 Tailspin, 1992 Darkwing Duck, 1993 DuckTales 2, Chip and Dale 2. Sind 6 Spiele. Klingt auf jeden Fall spannend. Und haben Charme. Ich habe mir eben eins angespielt. Wunderbar. Ist eine tolle Sammlung. Ist toll gemacht. Wunderbar optimiert, auch auf die neuen Rechner. Und es ist eine Emulation vom NES im kleineren Fenster. Ist tatsächlich genau wie früher. Und kann man mit 3 Knopfdrücken starten. Müssen wir das nur noch jemand einrichten. Das ist ja kein Problem, kann man über AnyDesk oder über Teams
Teamviewer machen, das ist nicht so schlimm. Und ich bin jetzt schon im ersten Spiel drin mit 3 Knopfdrücken. In Teamviewer, die neue App. Ja. Genau, ja. Na, mit LEDesk haben wir ja schon Erfahrung. Stimmt, ja. Ich finde das erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es die 6 Spiele für 5 € gibt. Das finde ich ganz nett. Für sowas, das kaufe ich mir dann auch mal online, weil dann muss ich die Sachen nicht vom Modul irgendwie raufschmeißen oder eine Konsole anschließen. Da tut es dann auch nicht so weh, wenn es mal verschwinden würde. Wenn ein Spiel 1 € kostet, dann werde ich es überleben. Aber wenn man dann die ganze Sammlung dabei hat oder auch wenn man sich da 30, 40 Musikstücke gekauft hat irgendwann, dann wird es gemein. Keine Frage. Und deswegen habe ich auch bis auf bei den Beatles eigentlich nie sowas mitgemacht, weil ich das immer diese Angst im Hintergrund hatte, dass Lizenzen auch so auslaufen können. Ja, man weiß es immer nicht, ne? Das ist meistens halten es ja diese Spiele, die mit lizenzierter Musik umgehen, so, dass diejenigen, die das Spiel schon mal gekauft haben, es wenigstens noch irgendwie, dass denen das noch zur Verfügung gestellt wird. Aber ich meine, bei SingStar war das zu Beginn irgendwie so zur Mitte der PlayStation 4-Ära, dass sie die Server abgeschaltet haben. Da waren nicht die Lieder kaputt, die haben die Server abgeschaltet. Ja, das kann sein. Das ist halt nicht schön gewesen. Und gerade jetzt bei den Liedern, da finde ich halt auch das Online-Einkaufen so praktisch, weil wenn du dir früher so eine Musik-CD gekauft hast, also so eine SingStar-CD, zu einem gewissen Thema, da war meistens nur 2, 3 Lieder gut. Ja, und wenn du dir das einzelne gekauft hast... Aber du hast sie aber dann auf Dauer. Das ist ja wie das alte Spielchen, Ingo. Ja. Du musst jetzt auf ein ganzes Spiel schon verzichten im Endeffekt, weil du Sachen nicht mehr hast oder nicht mehr machen kannst. Das ist doch scheiße. Ich verstehe auch nicht so ganz, wo das Problem dabei ist. Anscheinend lohnt sich das nur für die Musikverlage inzwischen nicht mehr. Weil das letzte Spiel, wo ich sowas mit irgendwie zukaufbarer Musik gesehen habe, das war ja hier Beat Saber. Und bei Beat Saber, da verstehe ich nicht so ganz, warum sich da nicht die Bands drauf stürzen, dass da jeder irgendwelche einzelnen Stücke einfach mal anbietet. Lohnt sich wahrscheinlich tatsächlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich genauso ein Quatsch wie bei Spotify und Co. für viele, die jetzt nicht im millionenfachen Download sind. Ja, möglich. Ja, aber wieso lohnt sich das denn nicht für die Bands? Weil das ist ja jetzt auch, wie soll man sagen? Weil 90% der Leute nichts kriegen bei Spotify. Außer irgendwelcher Rapper, die da mit irgendwelchen Playlist-Abos, wollte ich gerade sagen, die Leute überzeugen, ihre Sachen durchgängig laufen zu lassen, verdienen die teilweise einen Bruchteil von dem, was früher mit dem CD- oder Plattenverkauf prozentual da war. Das sind so kleine Beträge. Ich finde gerade jetzt so mit den so SingStar und Let's Sing oder wie die alle heißen, also diese Karaoke-Spiele, eigentlich ist das Ganze ja auch ein Fanservice, finde ich. Ja, es gibt aber das Problem wahrscheinlich mit GEMA und Co., mit den einzelnen Ländern, mit den Rechten, dass die zu viel Geld kassieren wollen. Weil du kaufst ja dann nur Lizenzen für so und so viele Jahre. Und das, du müsstest ja eigentlich mit den Bands dealen können, ich zahle euch einmal Summe X und dann können wir das Ding unbefristet nutzen in dem Spiel. Dann wäre es ja einfach. Aber das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das in Wirklichkeit an den Verwertungsgesellschaften hängt. Ausschließlich an denen, 100%ig, klar. Ist ja genauso, ich wollte meine Musik in einem Podcast verwenden, da muss ich jährliche Gebühren pro Folge zahlen. So, damit war das Thema gestorben. Und dann noch nach der Anzahl der Downloads. Das heißt, ich muss für jedes Jahr, für jede Folge wieder das Geld zahlen. Und sonst muss ich nach einem Jahr das Musikstück rausnehmen aus dem Podcast. Und das ist ja kompletter Quatsch. Das ist ja Schwachsinn. Und dann ist es ja natürlich besser jetzt aus wie Leute wie Hülsbeck und Co., wo du sozusagen mit einer Einmalzahlung oder mit einer Dauerzahlung dir die Rechte unbeschränkt freischalten kannst. Weil anders kannst du ja sowas gar nicht nutzen. Ja, ist schon irgendwo ein bisschen schade. Zumindest kann ich auch nicht verstehen, dass SingStar halt so abgesägt worden ist, weil die hätten es ja auch fortführen können. Und das war ja damals wirklich auf der PlayStation 2 ein System-Seller. Das war doch bei anderen auch. Das ist auch nur halt da. Das ist aber auch etwas so, da steckst du nicht drin, weil da war viel Trend dahinter. Ja, aber es wurde nicht mehr versucht. Genauso mit Guitar Hero. Das hätte ja, auch Guitar heute Hero habe ich nicht verstanden. Hätten sie das nicht so verbockt wie naja, die haben ja dieses Guitar Hero Live. Da habe ich mich ja richtig drauf gefreut gehabt. Das war eine Katastrophe, weil du konntest nicht mehr Multiplayer machen, konntest keine Band mehr spielen und musstest dauerhaft online sein. So. Damit war das auch tot für mich. Das alte Guitar Hero liebe ich bis heute. Und warum die da nicht weitergemacht haben, ist mir ein Rätsel. Und vor allem vom Entwicklungsaufwand her sind die Spiele ja eigentlich ein Witz. Die sind fertig, ja. Ja, mehr oder weniger. Also so die Sachen müssen schon in irgendeiner Form eingestielt werden. Ja, aber das ist jetzt kein Job für ein 500-Mann-Team. Nee, das ist richtig. Absolut nicht. Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Weil also für mich war das eigentlich...
Ich fand das toll. Also ich sag mal so, mit SingStar hättest du mich jagen können. Aber das hat auch viel damit zu tun. Also so von wegen, erstens mal kannst du mich damit jagen, wenn man mich zwingen will zu singen. Und das, ja, ich gucke immer nur zu. Ich singe auch nicht selber. Ich gucke immer nur zu und lache mich tot. Und das andere ist halt, weil bei Guitar Hero, das war so von den Musiken her, die sie dabei gepackt haben, genau mein Ding. Und wir haben es jetzt wieder im Keller aufgebaut, in der Location, und wollen das demnächst auch, wenn wir wieder aufmachen dürfen, auch wieder ein bisschen öffentlich spielen, weil das macht aber Spaß. Es macht einfach richtig Spaß. Ja, ich konnte es nicht, aber es hat auch mir auch Spaß gemacht, weil es halt wirklich auch so von der Musik her und mit dieser Klampfe, das hatte was. Vor allem der Witz war ja, ich bin ja nun Gitarrist und dachte dann so, oh, tue ich mir das an, mit so einem Plastikdreck da rumzuprobieren. Und ich habe zeitweise vor ein paar Jahren tatsächlich mit Guitar Hero meine Finger aufgewärmt und dann wieder richtig Gitarre gespielt, weil das ja tatsächlich eine ähnliche Haltung war und tatsächlich auch die Finger in Bewegung gehalten hat auf dem schwierigsten Level. Das war ganz cool. Also das hat sogar zwar nicht jetzt für die Technik geholfen, aber für die Fingerfertigkeit definitiv. Also jeder, der Gitarre spielen will, habe ich immer auch früher schon gesagt, spielt nebenbei gerne Guitar Hero, weil im Endeffekt hilft das definitiv für die Beweglichkeit. Aber der Markt ist ja geflutet worden. Es war ja gefühlt, alle zwei Wochen kam irgendwas raus. Ja, und da war es ja auch scheiße am Ende mit dem Aerosmith, Guitar Hero. Ja, klar. Beatles und was weiß ich was alles. Ja, das war ja eine andere Firma. Aber wie gesagt, ja, vom Prinzip her hast du recht. Nur trotzdem ist es ja schade, dass dann so ein Projekt komplett immer abstirbt gleich. Das ist einfach ärgerlich. Die haben sich halt mit Guitar Hero. Also ich habe auch noch alle. Ich habe auch so ein komplettes Set bei mir im Keller. Es nimmt mir leider zu viel Platz weg. Aber die haben mit zwei Gitarren und mit der Live-Version haben sie sich abgesichert am Ende leider. Das war das Hauptproblem. Das war der falsche Weg. Wollten sie aber große Asche machen. Darum ging es ja ursprünglich. Und ist komplett in die Hose gegangen. Und da haben sie das alte natürlich nicht wiederbelebt. Und dann haben sie die Server. Da war schon das alte System gut, ne? Haben sie die Server inzwischen abgestellt von Live oder gibt es das noch? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das noch gibt. Weil das kann man ja ohne die Server gar nicht mehr spielen dann. Dann kannst du die Gitarre wegschmeißen, auf Deutsch gesagt. Ja, guck mal, wie viel eBay Kleinanzeigen, wie viele Leute da diese Gitarren verkaufen. Ja, und die Gitarre war toll. Also die war technisch ja von der Fingernutzung sehr viel näher nochmal an der Originalgitarre dran. Also die technische Idee bei Guitar Hero Live, die war perfekt. Aber das Spiel war scheiße. Kennt einer das Spiel für die PS3? Da konntest du mit einer echten Gitarre das an die Konsole anschließen. Kennt das einer? Nein. Rocksmith, das wollte ich mir mal kaufen. Genau, Rocksmith. Ich habe es nie gemacht. Also da konntest du halt, gab es einen Adapter für die große Klinke auf USB. Konntest du da reinstöpseln und konntest du Bass und Gitarre lernen, halt mit in echt. Und es klang total gut, haben da auch viele Leute tolle Video-Reviews damals rausgebracht, aber ich habe da keine Zeit für gehabt, das auch noch zu machen. Und das fand ich richtig, die Idee war richtig geil. Gibt es auch auf dem PC? Meine Gitarre hat kein Loch, nützt nichts. Also zumindest nicht an der Stelle. Vorne hat sie schon ein Loch. Gut, Akustik ist schwierig dann ohne Gitarre. Da gab es aber auch mal was sogar, aber ich weiß nicht mehr, da gab es mal so einen Tonabnehmer für irgendein Produkt. Ich habe leider vergessen, wofür das war. Da gab es auch mal Ansätze tatsächlich. Mhm. Oliver hat wieder Aquariumsgeräusche, das habe ich so vermisst. Das Mikrofon ist aus. Kann gar nicht sein. Okay, dann war es jemand anders. Dann macht dich jemand schamlos nach. Blub, blub. Nein, das ist der Carsten. Da dürfen wir einen neuen begrüßen. Hallo, Carsten. Zusammen. Oh. Servus. Aus der Funker-Szene? Nein, ist so schlecht Qualität. Du hast eben gerade gepiept. Ja, man hatte ein Piepen und hörte nur zusammen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Mach nichts. Leg dich mal auf Push-to-Talk. Vielleicht ist das dann für uns zumindest einfacher. Ja, du bist auf Dauer senden, deswegen. Und dann können wir gerne dich nochmal ordnungsgemäß vorstellen. Push-to-Talk. Alles klar. Was? Kuscheltalk, Robin? Puscheltalk, kennst du das? Achso, Puscheltalk. Naja, aber trotzdem hatten wir gestern viel Spaß halt mit unserer Karaoke-Nacht, wo ich nicht gesungen habe, sondern nur zugeschaut habe und mich köstlich amüsiert habe. Das ist ein bisschen gemein eigentlich. Eigentlich hätten sich die anderen noch mal mit dich amüsieren dürfen dann. Ja, aber ich kann nicht singen, also das geht überhaupt nicht. Aber das ist doch auch lustig. Man hat doch immer den einen mit dabei. Vor allem kannst du doch auch bei SingStars faken. Wenn du nicht singen kannst, kannst du ja mit allen möglichen Methoden... Genau, so summen, das geht auch. Summen oder jaulen. Also da haben Leute teilweise mit ganz schrecklichen Methoden die Punktzahlen gehabt. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Der technische Aspekt dahinter ist interessant. Ich glaube, es geht irgendwie über Fourier-Transformation. Also das ist ganz interessant, wie das gemacht wird. Also wie halt irgendwie dann... Die Stimme den Tönen irgendwie zugeordnet wird. Ich dachte, es geht über Frequenzannäherung einfach, dass das nur abgetastet wird. Ja, kann ich jetzt nicht mal sagen. Ich habe mir das mal angeschaut, wie das ging, aber ist jetzt schon länger her. Und
Wobei das Verfahren ist ja wahrscheinlich auch immer das gleiche und es muss halt auch nicht immer neu implementiert werden. Also, nö, aber du kannst doch, wenn du singst, kannst du doch den Ton messen, die Herzzahl. Und die kannst ja, du kannst halt die Stimme oder das Gesungene auf vielfältige Art analysieren und dann irgendwie dann zuordnen. Also das gibt es geht definitiv nicht um Gesang. Du kannst doch einfach summen oder jaulen. Das ist völlig egal. Wenn du die Tonhöhen in irgendeiner Form erreichst, dann zählen die Punkte. Naja. Nur was jetzt interessant war, das konnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass es früher bei SingStar auch so war, und zwar jetzt hier bei dem Let's Sing, da konntest du irgendwie das Mikrofon kalibrieren, weil irgendwo gibt es ja scheinbar dann doch Verzögerungen zwischen der Ausgabe vom Fernsehgerät mit der Anlage und mit dem Mikrofon und sonst was. Und je nachdem, was man da verwendet hat, also entweder das Handy als Mikro oder halt jetzt irgendwie ein Headset, dann gab es dann unterschiedliche Verzögerungen. Und das hatte, wenn man das nicht eingestellt hatte, gestört. Und bei SingStar, das ist normal. Bei SingStar konnte man das nicht einstellen. Nee, aber zum Beispiel bei Guitar Hero, da musstest du auch zum Beispiel trommeln und gucken, ob der Schlag auf dem Schlag wie im Fernseher ist. Und dann konntest du mit Plus und Minus sozusagen das tunen. Und da gab es eine automatische Kalibrierung, wo der einen hohen Ton abgespielt hat. Da musst du das Mikrofon hinhalten. Da hat er dann erkannt, okay, wie lange die Verzögerung dauert. Das Problem ist ja, dass die Leute bei halt Fernseher benutzen und keine Monitore. Und du hast halt immer diese Bildverbesserer. Das heißt, im Prinzip wird das Bild... Ein Leck ist das dann, ja. Das Bild wird im Gerät verbessert. Dadurch, dass halt zum Beispiel dieses, was man mit Herz kannte, dass sozusagen Rechts-Links-Bewegungen besser aussehen, da wird halt, gibt es ein Speichermodul im Gerät, das Bild wird kurzzeitig gespeichert, es wird analysiert und überlegt, mit welcher Methode man Schlierenbildung verhindern kann oder die Farben besser aussehen. Genau, eine Zwischenbildberechnung. Aber das kannst du mit dem Game-Mode mehr oder weniger schon mal ausstellen. Genau, weil du mit dem Game-Mode das Ganze fast alles ausstellen kannst. Nur das halt wissen das die meisten Leute nicht, dass es das geht. Die haben dann halt. Oder ich habe es immer gemerkt, wie gesagt, mit den Mini-Konsolen, habe ich sofort gemerkt, wenn ich nicht im Game-Mode war. Man konnte es dann am Fernseher nicht spielen, war keine Chance. Aber das Komische war, ich habe ja den Game-Mode immer aktiv und trotzdem war da eine ziemlich große Verzögerung vorhanden. Das kann aber halt auch dadurch passieren, weil ich greife das Signal, also das Audiosignal oder das HDMI-Signal geht durch einen Verstärker und wird dann halt irgendwie dann verarbeitet und ausgegeben und da gibt es scheinbar eine Asynchronität. Ja klar, und deine Ohren haben auch noch einen Leck, also das passt doch alles zusammen. Ja, also man konnte es dann halt irgendwo wann einstellen und was halt auch verwirrend war, man konnte auch die eigene Sprache dann auf den Kopfhörer oder halt auf der Anlage hören und das war dann halt auch wieder eine Verzögerung und so. Das ist halt dann sehr ungewohnt, weil das kommt ja natürlich nicht in Echtzeit, wenn man das dann halt reinspricht und das wird dann halt wieder reingemischt. Ja, also das war halt dann nicht ganz so toll, aber ich habe es dann ausgeschaltet, also die eigene Sprache und dann ging es eigentlich ganz gut. Frage an Carsten, klappt das jetzt? Ich müsste eigentlich, ist das Piepen weg wahrscheinlich, oder? Ja, es klingt ein ganz bisschen blechern, aber sonst also so ist es aber sicherer, wenn du das mit dem Push-to-Talk machst, weil dann haben wir zumindest nicht die Hintergrundgeräusche. Warst du schon beim Stammtisch dabei, oder? Nee, erste Mal. Viel zugehört, aber erstmal. Magst du was zu dir sagen? Magst du was über dich erzählen? Ja, ich denke, ich bin euer Alter, so Ende 40 und habe halt über C64, Atari 800... Und Amiga ST, so die Sachen eigentlich alles mitgemacht. Und dann PC-Konsole später. Ja, und immer viel Retro. Zurzeit? Was machst du zurzeit? Hast du einen PC? Spielst du da viel? Oder? Also ich habe mir auch die Xbox mal geholt, Series X. Und da habe ich jetzt ein bisschen mehr mal mitgespielt als gute vorher. Wahl. Das macht jetzt wieder richtig Spaß, finde ich. Wir kriegen sie alle. Ja. Ja, und sonst immer mal so ein bisschen mit einem Raspberry Pi, so ein paar ältere Sachen, immer mal wieder gerne. Besonders so die alten Talion-Sachen, die finde ich richtig gut. Also hast du noch keinen Mister? Nein. Das kommt bald. Wie bitte? Das kommt bald. Ja, ich denke auch. Ja, das ist das Problem. Wer irgendwie bei uns über WhatsApp-Gruppe oder auch im Stammtisch mehrfach dabei ist, irgendwann überwiegen die Vorteile. Das ist wirklich erschreckend, dieses Teil. Irgendwann wird gemistert. Ja, wir sind alle gemistert worden irgendwann und bereuen es auch komischerweise nicht. Also alles gut. Ja, ich befürchte es. Irgendwann ist es soweit. Weil dann brauchst du echt, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht teilweise. Es ist Wahnsinn. Also wie genau die Dinger sind. Seitdem, wir haben ja bei uns bei den Videostammtischen, haben wir ja auch seit 2 Monaten oder so ein Mister dran, Robin. Oder wie lange ungefähr, ne? 2-3 Monate, ja. Und das ist ein so großer Unterschied zur Emulation vorher oder zu anderen Geräten. Man spielt so präzise plötzlich, das ist richtig erschreckend. Das ist weniger Leck oder was ist es hauptsächlich? Es ist gar kein Leck. Es ist, wenn du es richtig installiert hast, ist es mehr oder weniger
nicht mehr unterscheidbar vom Originalgerät. Und das ist halt, das ist ja keine Emulation, deswegen, das ist ja eine Simulation, oder nennen wir Simulation, ja, das ist eine Nachbildung des Chips halt. Auf eine Reimplementierung. Ja, das Wort war mir eine Stufe zu groß, aber ja. Da gab es schon sehr viel Streit, also wenn man das nicht genau gesagt hat. Also, da also Nachbildung ist schon okay. Ich sage immer, wenn jemand Emulation sagt, dann sage ich, das stimmt nicht. Es ist keine Emulation. Das ist halt der Unterschied. Es ist eine Nachbildung oder eine Reimplementierung gerne auch, aber es ist keine Emulation. Das ist das, wo ich dann auch immer, der emuliert nicht besser, weil er emuliert nicht. Man könnte vielleicht sagen, er simuliert. Ich weiß es nicht. Wobei, einige Teile, ich glaube, einige Anschlüsse, die werden wirklich emuliert. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist der äußere, also der Bereich, der alles verwaltet, der emuliert auch Sachen auch, das ist klar. Aber der reine Prozessor wird nicht emuliert. Also das ist halt ein Riesenunterschied. Wobei ich mir auch überlegt habe, man könnte theoretisch ja auch einige Cores implementieren, die so ein Hybrid sind. Und ich glaube, das wird auch gemacht bei manchen Cores. Ja. Also aber wo wie jetzt gesagt, einige Sachen dann emuliert werden, einige Sachen halt dann implementiert. Ist ja auch wahrscheinlich ein Platzproblem irgendwann. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich, weil du hast ja irgendwie eine bestimmte Anzahl von irgendwo Logikgatter oder sowas. Und wenn die dann voll sind, dann, also dieser Cyclone 5-Chip, der hat ja, ich glaube, 100.000 irgendwie Gatter oder ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall so Einheiten, Oder ich weiß, Oliver, weißt du das Gatter? Sind das Gatter klingt gut. Logikgatter sagt man da, meine ich auch so. Genau, Logikgatter. So, und wenn die natürlich voll sind, ja, dann könnte man natürlich das Ganze, also den Rest, der halt nicht reinpasst, dann vielleicht doch noch emulieren und dadurch auch vielleicht dann modernere oder größere. Was ist denn das Größte, was im Augenblick da drin läuft eigentlich? Ich habe da gar keinen Überblick mehr. Der 486er Core. Müsste von der Leistung her wahrscheinlich, nee, also ich glaube vom generellen Bedarf ist wahrscheinlich die Marmel-Geschichte mit die späteren großen die laufen doch aber nicht. Arcade-Spiele. Die laufen doch nicht, Robin. Wo laufen die denn immer? Es gibt ein paar von den... Die älteren Sachen sind das aber. Ja, aber die sind halt von der Größe her bombastisch. Ja. Also ich glaube, dass der 486er Core derzeit der komplexeste ist. Das kann sehr gut sein, ja. Es wird ja auch noch an weiteren Cores, ich glaube jetzt an einem N64-Core wird gearbeitet, aber da steht noch nicht ganz fest, ob der jetzt auf dem aktuellen Mister implementierbar ist. Aber der Witz ist ja, die fangen ja trotzdem schon mal an, auch irgendwelche zukünftigen Cores zu bauen und mit bisschen Glück passt der dann vielleicht auf den Mister drauf und wenn nicht, passt der halt auf die Folgegeneration. Ja, aber da ist halt die Frage, ob es eine Folgegeneration gibt, die bezahlbar ist, weil das Ding ist ja immer noch extrem subventioniert. Es ist eine Frage der Zeit, dann wird irgendwie auch mal dann eine größere Version, das Cyclone 5, dann mal bezahlbar sein. Ich meine, in 10 Jahren mit Sicherheit, also warum nicht? Es ist halt die Frage, ob es dann auch von Intel war, dass da von Intel gesponsert wird. Ja klar, muss ja nicht sein. Und ich ja gut, glaube aber sogar, du weißt jetzt, wie teuer das Ding wäre ohne Subvention. Ja, ich glaube auch jetzt bei der Prozessorentwicklung allgemein, da gibt es ja auch wahrscheinlich auch dann solche super FPGAs, wo die halt dann auch auf dem Reißbrett halt konstruiert werden und mal getestet werden. Also ich glaube, dass das halt auch wirklich da also aktiv gemacht wird, weil das ist ja durchaus sinnvoll, vielleicht erstmal sowas auch mal zu testen und dann später, wenn sich das dann bewährt, das dann halt dann in den Prozessor dann zu gießen. Das Ding war ja auch gar nicht dafür gedacht, dass man darauf Retro-Spiele spielt. Das war nicht die Grundidee. Das war ja, glaube ich, eher ein Lernprodukt. Das nicht. Und wahrscheinlich solche FPGAs, um aktuelle Prozessoren abzubilden, die kosten wahrscheinlich 7-stellig oder so. Das kann ja auch sein. Aber das macht ja halt dann für die CPU-Hersteller dann schon Sinn. Wir begrüßen auch den Hass noch bei uns. Na, Band. Vielleicht hat der Marcel, also der Hass-Ahnung mit CPU-Entwicklung, ob da auch FPGAs aktiv eingesetzt werden, solche super FPGAs. Kann ich dir jetzt nicht sagen, als Simulationsumgebung vielleicht, aber das Problem ist halt, du kannst natürlich nicht auf FPGAs aktuelle CPUs so abbilden, das geht einfach nicht. Du kriegst die Geschwindigkeiten überhaupt nicht hin. Aber ich hätte jetzt mal gedacht, so um halt in der Sandbox oder auf dem Reißbrett mal zu simulieren, ob halt bestimmte Verfahren taugen. Ja, ich denke, die simulieren sehr viel komplett in Software. Ich weiß nicht, ob sie da noch FPGAs überhaupt brauchen. Weißt du, bei dem aktuellen Mister jetzt als Beispiel, wie groß da die, wie viel Gatter da die alten Rechner brauchen, wer da der größte ist? Wir tendieren jetzt zum 486er, aber ich weiß es nicht. Puh, keine Ahnung. Wie viel Gatter hat er als Beispiel in C64? Weiß das jemand?
müsste man nachschauen. Das müsste sich vielleicht sogar finden lassen. Wobei Gatter relativ nicht so einfach ist. Gatter ist nicht gleich Gatter, aber ja. Keine Ahnung. C64-Version, also 6510 wird es jetzt nicht so viel haben. Aber 486 ist schon extrem komplex im Vergleich dazu. Und der passt ja immerhin. Ja, aber auch nicht komplett. Zum Beispiel die FPU, die ist ja nicht drin. Weil die wahrscheinlich auch zu komplex ist, um halt abzubilden. Aber es laufen ja schon eine Menge Sachen echt gut, ne? Und vor allem das Windows läuft, ist ja der Hammer. Ja, aber da müsst ihr euch einen anderen Experten suchen. Also FPGA-Experte bin ich jetzt nicht. Hätte ja sein können, dass du es mal gelesen hast oder so. Ja gut, aber selbst wenn sie was lesen, ist es auch nur Hörensagen am Ende des Tages. Das stimmt. Stammtisch halt. Wäre jetzt hier nicht so schlimm. Irgendwie habt ihr das Gespräch gerade abgebrochen, oder? Ja, ich suche Nein, wir haben gedacht, wir beginnen das neue Jahr entspannt und schweigender. Dann werden die Sendungen auch kürzer insgesamt. Ich bin nicht überzeugt, dass der Plan aufgeht. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns per Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!